You make me feel so young. Junge Frauen in knappen Nonnenkutten und ein Richard Lugner im unschuldigen Priesterkleid. Für Fasching ist es eigentlich noch zu früh. Und auf das Amt als Hochwürden hat es Ritchie auch nicht abgesehen. Grund zu feiern gab es trotzdem. Vor 81 Jahren hat der Baulöwe das Licht der Welt erblickt. Die Party stieg ganz klar in der Lugner City. Und weil auch noch das Lokal Don Camillo eröffnet wurde, sah es Ritchie geradezu als seine Pflicht, im passenden Kostüm aufzutreten. Aber wenn wir uns ehrlich sind, interessiert uns doch alle eigentlich nur das eine. Wo hat Lugner seinen Kolibri gelassen? Ist er gar ausgeflogen? Beim Beziehungsstatus des Baumeisters hat wie so oft keiner wirklich den Durchblick. Das ist sehr unsicher, das Ganze, und ein bisschen im Nebel. Was ich heute gelesen habe in einer Tageszeitung, dass seine jetzige Freundin behauptet, es ist alles okay. Er sagt, das ist aber irgendwie auf Eis gelegt. Also ganz versteht man das nicht. Ich weiß es nicht. Das ist immer so on und off. Das ist ja scheinbar sehr modern geworden. Steht auf offene Beziehung. Was konkret da unter der offenen Beziehung zu verstehen ist, kann ich euch nicht verraten. Ich mache auf jeden Fall nicht mit, ja? Ich bin da nicht dabei, daher kann ich mich dazu nicht viel äußern. Offene Beziehung also. Na, ob uns dazu Mörtel höchstpersönlich noch genauere Auskunft geben kann? You make me feel so young. Wir haben momentan eine Tiefkühlbeziehung, weil sie sich mehr um ihre Tochter kümmern will. Sie sagt, sie hat ein Kind in die Welt gesetzt und sie hätte ja zu mir ziehen sollen, aber jetzt sind dort in dem Gemeindebau die Kinder spielen im Hof gemeinsam, sie geht mit anderen Freundinnen in die Schule und von dem wollte sie es nicht herausreißen und deswegen sehen wir uns momentan etwas weniger. Kurz nach diesen Worten schwirrte dann auch der Kolibri in die Lugner City. Von tiefgekühlt will die aber nichts wissen. Wir sind noch ein paar, ja, und heute Abend wird es sicher noch sehr heiß werden. Also doch nicht unterkühlt, sondern sogar heiß. Diese Antwort bestätigt zugleich die Annahme der Gäste, die sich ziemlich einig sind, wie sich Mörtel mit 81 Jahren immer noch so fit hält. Die Damen an seiner Seite sollen ein wahrer Jungbrunnen sein. Wir wissen doch alle, was ihm so fit hält. Frauen, Arbeit, ein Mensch, besonders der Mann, muss immer Vollzeit beschäftigt sein. Das ist der Elixier zur Jugend. Es ist eine Phase in der Mitte des Lebens, da machen die jungen Frauen alt, weil sie die wirklich Nerven kosten. Aber ab einem gewissen Alter halten sie die wieder jung. Das ist eh schon wurscht. Ich vermute mal seine jungen Frauen, denn ich glaube, er ist ja nicht unbedingt der Fitnessfanatiker. Also ich habe ihn noch nie in einem Fitnessstudio gesehen. Das heißt, ich glaube, der Ritchie ist ja einer, der sich an den ganzen Zoo gehalten hat, also Mausi, Bambi, Katzi, jetzt ist der Kolibri dran. Ich glaube, dass dieser Tiergarten, der bringt ihm die nötige Jugend. Demnach hat Mörtel doch alles in seinem Leben erreicht. Schöne Frauen, Wohlstand und jugendlich fit ist er auch noch. Die Gäste haben es demnach richtig gemacht und kamen einfach mal mit leeren Händen. Deswegen habe ich mir eine besondere Überraschung für ihn überlegt, die er aber erst zu Hause bekommt. Und von der wir wahrscheinlich auch nichts wissen dürfen, oder? Genau, sonst wäre es ja keine Überraschung, darf ich jetzt nichts ausplaudern. Freundschaft kann man sich nicht kaufen, Gesundheit kann man sich nicht kaufen. Das sind eigentlich die wichtigsten Punkte, die man ihm eigentlich nur wünschen kann. Und dass er zufrieden ist mit dem, wie er sein Leben lebt und wie er seinen Zoo betreibt. Die schönsten Geschenke macht sich Richard Lugner nach wie vor selber. Und das alles nur dank seinem unvergleichlichen Charme, wenn man Friseur Wilhelm Hüllerbrand Glauben schenken darf. Du musst die Sprache der Frauen sprechen, dann frisst dir jede aus der Hand. Das macht ja der Herr Lugner wohl besser als kein anderer, oder? Die Sprache der Frauen sprechen. Ja, nur die Sprache der Frauen, Englisch nicht. Dafür hat er ja mich. Aber die Sprache der Frauen, da ist er mir überlegen. Für eine Person haben die Sprachkünste des Baulöwen aber nicht ganz gereicht. Weder die englischen noch die der Frauen. Peaches Geldof war Stargast des Abends, wollte mit ihren Strasskatzenöhrchen Anastasia ihren Spitznamen streitig machen, posierte auch brav mit Ritchie, fuhr aber erstaunlich rasch die Krallen aus. Ganz verschreckt war die Arme von der Presse und flüchtete in einen Aufzug. Aber ein Auftritt dieser Art gehört ja schon fast zum guten Ton bei einer Feier des Lugner-Clans. Ooh, you make me feel so young.